Stimmen Sie für das Leben. Das war der Appell von Ralf Brinkhaus, dem Unionsfraktionschef, heute bei der Abstimmung zum Infektionsschutzgesetz. Die vierte Änderung ist beschlossen. Dazu mehr in diesem Video. Also bleibt dran. Es ist eine Verhöhnung, ich habe es eben schon zitiert, der Appell von Ralf Brinkhaus, stimmen Sie für das Leben. Natürlich hat niemand was gegen das Leben, aber unter diesem Deckmantel wird hier ja, die Ermächtigung verfestigt. Diese Wortwahl wurde auch bei Phoenix genutzt, das ermächtigt, ja, das neue Gesetz. Wir werden sehen, wie schnell es Fahrt annimmt und was für Möglichkeiten dort noch brach liegen. Aber ich bezweifle persönlich, dass es hier ja, pro Leben ist. Denn wenn ich mir angucke, dass eine Ausgangssperre bis mindestens Ende Juni bevorsteht, Schulschließungen wären sozusagen noch ein Vorteil, denn dann müssten sich die Kinder nicht die ganze Zeit diesen Foltermethoden ergeben, den ständigen Tests und natürlich der Masken-, Abstands- und absoluten Hygiene-Wahnsinnsregeln, die ja stattfinden, plus Wechselunterricht, wo ich die Langzeitfolgen davon nur echt mir gar nicht vorstellen möchte. Heute wurde das Infektionsschutzgesetz wie erwartet angenommen. Es wurde von 342 Abgeordneten mit Ja gestimmt, 342, 250 haben mit Nein gestimmt und 64 haben sich enthalten. Die anderen waren nicht anwesend. Ja, und das ist das Gesetz, dem morgen sicherlich dann der Bundesrat zustimmt und übermorgen der Bundespräsident wird es dann entsprechend unterzeichnen. Und künftig darf dann die Kanzlerin allein Verordnungen auf den Weg bringen. Die Länder, Gemeinden und Städte und so weiter haben dann keine Handhabe mehr. Das greift als sogenannte Notbremse ab einem Inzidenzwert von 100. Aktuell ist der Inzidenzwert in Deutschland 165. R-Wert übrigens unter 1 bei 0,95 laut RKI mit den Zahlen von gestern. Das heißt, es ist weniger ansteckend als eine Person, eine andere Person. Zum Vergleich, bei Masern liegt der Wert bei ungefähr 17. So, aber dennoch ist das hier immer noch die epidemische Lage nationaler Tragweite, die ja dieses Gesetz sozusagen als Grundlage braucht. Und das Gesetz ist auch befristet bis zum 30. Juni vorerst. Natürlich kann man das verlängern. Und jetzt hat man erstmal den Fuß in der Tür. Und ja, es könnte alles Mögliche auf uns zukommen. Vom Leben kann man da nicht sprechen. Denn die Frage ist auch, ob diese Maßnahmen irgendetwas hinsichtlich der Pandemie, des Virus, der Krankheiten ändern werden. Es wird getestet wie verrückt, nicht nur in den Schulen, auch Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter mindestens zweimal in der Woche testen. Und wir sehen jetzt schon, dass die Neuinfektion gerade bei der Altersgruppe von 6 bis 20 extrem gestiegen ist. Wen wundert das, wenn doch jetzt alle Kinder ständig getestet werden. Das führt dazu, dass ständig sowieso die Kindergärten und auch die Schulen geschlossen sind. Ein, wie ich denke, Schachzug, um hier noch weiter zu traumatisieren, zu schockieren. Denn ja, die Eltern leiden natürlich auch darunter, nicht nur die Kinder, aber auch die Eltern, die ja zum Beispiel auf Betreuung angewiesen sind, weil sie arbeiten müssen. Sie können nicht einfach die Kinder selbst betreuen. Und aus dieser Verzweiflung heraus steigt eventuell dann auch die Impfbereitschaft.
Und generell, ich hatte ja auch zitiert bei CNN ein Interview von der ehemaligen Chefin von Planned Parenthood. Wir brauchen den Lockdown, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Und genau das ist das, was wir jetzt sehen. Plus eine intensive Testpflicht für alle möglichen Geschäfte, außer Drogerien, Buchläden, Supermärkte und Apotheken und Blumenläden. Aber alle anderen müssen sich testen lassen. Das neue Geschäft in Deutschland sind die Tests. Es gibt, wie ich heute erfahren habe, aktuell 15.000 Testzentren in Deutschland. Ich hatte an anderer Stelle schon davon berichtet, dass hier einige Einzelhändler sogar umsatteln und sich um Testzentren kümmern. Ja, dafür ist Geld da. Das ist das, was jetzt hier aktuell gemacht wird. Und wenn man so viel testet, dann wird man sicherlich diesen Inzidenzwert von über 100 immer erreichen. Schulen geschlossen ab 165. Peter Böhringer hat heute auch in einem Video gesagt, dass der Staatssekretär, der in dem Ausschuss sitzt, gesagt hat, die 165, die haben sie einfach genommen, weil der Wert gerade bei über 165 war. Das ist ja auch aktuell der Inzidenzwert. Total willkürlich werden hier die Dinge festgelegt. Ich habe mich auch schon mit Beate Bahner heute beraten. Die endgültige Fassung des Gesetzes liegt ihr noch nicht vor, wird sicherlich dann erst morgen veröffentlicht. Denn bis zuletzt gab es da noch Änderungen, Kleinigkeiten, und da muss man nochmal genau reinschauen. Besonders spannend war Absatz 4, der sozusagen sehr viele Optionen offen lässt für Verordnungsmöglichkeiten der Bundeskanzlerin, welche auch immer das dann zukünftig sein wird. Und ich habe ja schon spekuliert, dass ich da mir auch ein Ausreiseverbot vorstellen könnte. Andere Dinge sind auch möglich. Ich werde mich mit Beate Bahner da noch in den nächsten Tagen nochmal im Interview an euch wenden und da nochmal genau aufklären. Beate hat sehr viel zu tun zurzeit. Viele Details und Fälle. Auch von daher werde ich noch berichten, vor allem auf meinem Telegram-Kanal. Wen das da interessiert. Ja, und ich denke, es wird jetzt, nachdem der Steinmeier das dann unterschrieben hat am Freitag, das dann direkt in die Tat umgesetzt, vermutlich, greift sofort, heißt es ja, die Notbremse nur zum Bevölkerungsschutz und für das Leben. Ja? Also das neue Leben ist ein Leben voller Verbote, Einschränkungen, Maske, Abstand und Ausgangssperren, Strafen. Ja, es ist ein schwarzer Tag. Aber wir haben sehr viele Demonstranten gesehen auf den Straßen in Berlin. Die Medien berichten von mittlerweile 8.000 Demonstranten. Heute Morgen haben sie noch gesagt, es wären nur 1.000. Ich glaube, dass beide Zahlen untertrieben sind. Wahrscheinlich stark untertrieben. Wir haben die Bilder gesehen von der Straße des 17. Juli. Und ja, es waren sehr, sehr viele Menschen dort. Wahrscheinlich mindestens das Doppelte. Also mindestens doppelt so viel wie 8.000. Vielleicht sogar noch viel, viel mehr. An der Stelle möchte ich jedem danken, der dort war und Stellung bezogen hat. Alle, die darüber berichten, das aufdecken und überhaupt den anderen Menschen sagen, dass das da heute gerade passiert, dass dieses Gesetz da heute abgestimmt wurde und dass diese Demonstration stattfand. Ich bin gespannt, ob die öffentlich-rechtlichen Medien darüber berichten werden. Also, das ist der Stand bis jetzt. Meine Lieben, ich melde mich wieder, wenn ich weitere Infos habe und wenn wir mit Beate Bahner nochmal darüber sprechen. Ich danke euch. Bleibt stark, euer Dave. Ciao.